Nun, wir haben ja offensichtlich auf der Paris Auto Show den Schalter umlegen, dass die Elektromobilität bei Mercedes beginnt. Und der EQC ist jetzt der Beweis dafür. Insofern ist es natürlich ganz, ganz wichtig, mit Blick auf die Zukunft, jetzt tatsächlich in den Markt einzutreten mit einem vollelektrischen Produkt von Mercedes. Ich glaube, das Entscheidende ist die Balance des Packages, dass die traditionellen Mercedes-Eigenschaften von Komfort über Sicherheit bis zu der Einfachheit der Bedienung in diesem Fahrzeug in vollem Umfang wiederzufinden ist und gleichzeitig es eben ein exzellenter Elektroantrieb ist, praktisch nicht hörbar, mit einer sehr attraktiven Reichweite und sehr guten Effizienzwerten. Nun, wir haben uns ja entschieden, praktisch unser ganzes Portfolio auch elektrisch anzubieten, unter anderem in Architekturen, die spezifisch für Elektrofahrzeuge entwickelt wurden und werden. Und auf dieser Basis werden wir der Gesamtentwicklung im Markt in jedem Fall breit gegenüberstehen. Keiner kann exakt vorhersehen, wie schnell die Umstellung von Combustion auf elektrisch gehen wird. Aber wir sind auch durch sehr hohe Flexibilität bei gemeinsamer Fertigung in der Lage, jedweder Entwicklung dort mit sehr attraktiven Angeboten gegenüberzustehen.